Abisman, schaut wie Hussein radiallahu anhu war, als er subhanallah, als Hassan sein Khalifat abgegeben hat zu Muawiyah. Und Hussein war nicht damit einverstanden. Und er hat mit ihm debattiert. Und dann hat er sich in dem Moment erinnert, als er gesehen hat, dass Muawiyah zornig geworden ist, er ist wütend geworden. In dem Moment hat er sich erinnert, dass Muawiyah älter ist als er. Und hat gesagt, es tut mir leid, ich habe vergessen, dass du älter bist. Vergib mir. Du bist der Gesandte, du bist der Khalife von Allah. Wir wollen dir gehorchen. Allahu Akbar. Sie haben direkt umgesetzt. Nicht Wochen später, Monate später. Vielleicht für uns der Tod, subhanallah, wird uns erst wach machen. Möge Allah bewahren. Möge Allah bewahren, dass unsere Herzen sich erst regen mit dem Tod, wenn alles zu spät ist. Jetzt müssen wir uns ändern. Schaut, liebe Geschwister, subhanallah, sie haben gewetteifert, um ihm das Wudu-Wasser zu bringen, das Wasser, wo er mit die Gebetswaschung verrichten kann. Ibn Abbas ist gelaufen und hat den Eimer vorbereitet. Ein kleiner Junge, subhanallah. Weil er wollte den Propheten alles leicht machen. Alles leicht machen. Sie haben ihn so sehr geliebt. So sehr. Sie konnten nicht hören, dass die Menschen sagen, Muhammad. Es war für sie eine Schande, wenn sie gesagt haben, Muhammad. Es war eine Schande für sie. Sie haben ihn so sehr geliebt, meine lieben Geschwister. Und es gab einen unter ihnen, der ihn speziell am allermeisten geliebt hat. Und das war Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anh. Dieser edle Mensch hat die Botschaft des Propheten sallallahu alaihi wasallam verstanden. Er hat verstanden, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam vermittelt hat. Und man kann ganz einfache Beispiele aus seinem Leben geben, wo er es verstanden hat. Nur ich selber frage mich nach diesen Beispielen. Wenn ich sehe, wie Abu Bakr radiallahu anh, wie er den Propheten geliebt hat, dann frage ich mich, ob ich Allah subhanahu wa ta'ala überhaupt richtig liebe. Er hat den Propheten so sehr geliebt. Er hat alles so leicht für ihn gemacht. Da kriege ich Angst und frage mich, liebe ich Allah? Wenn dieser Mensch den Propheten so geliebt hat, weil Allah ist über allem. Allah hat uns alle geschaffen. Ohne Allah wären wir nicht. Allah hat größeres Anrecht. Wenn sie den Gesandten so lieben, wie ist es dann mit Allah? Als er mit ihm in der Höhle war, subhanallah, waren kleine Löcher in der Höhle. Und er hat Sachen genommen und hat die Löcher zugemacht. Und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, zwei Löcher sind offen geblieben. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, hat sich ausgeruht, er hat sich ein wenig hingelegt. Und Abu Bakr hat seine Füße davor getan, damit keine Skorpione oder Tiere rauskommen, die den Propheten oder den Abu Bakr stechen können. In dem Moment später, subhanallah, Abu Bakr wird gestochen an seinem Fuß. Und er sagt, es schmerzt ihm sehr. Schaut, diese Liebe. Es schmerzt ihm sehr. Er fängt an zu weinen vor Schmerz. Aber er sagt nicht einmal, ah, weil der Gesandte Allah am Schlafen ist und er wollte, dass er sich ausruht. Er sagt nicht mal, ah. Er lässt nur die Tränen runterrasseln und der Prophet wird davon wach. La ilaha illallah. Er wird davon wach, dass er mit Tränen, subhanallah, auf ihn runtergerasselt ist. Nicht, weil er ah gerufen hat. Wir, wenn heute ein Bruder hier in der Moschee schläft, gibst du ihm sein Recht? Was hat der Prophet Sallallahu uns gelehrt? Das Blut und der Besitz und die Ehre eines jeden Muslims ist heilig. Geben wir diese Stellung auch jedem Muslim? Ist uns das bewusst, wie wir mit Muslimen umgehen? Der Prophet Sallallahu alaihi, wenn er sich hingelegt hat vom Schlafen, hatte eine etwas längere Dua, aber ich werde sie verkürzen, hatte ein Bittgebet ausgesprochen, in dem er sagte, ich suche Zuflucht bei dir von meinem eigenen Übel und von dem Übel des Shaitan. Und seiner Beigesellung und davor, dass ich Übel gegen mich selber begehe oder als einem Muslim zufüge. Der Prophet hat Angst, dass er einem Muslim Schande zukommen lässt, subhanallah, etwas Schlechtes zukommen lässt. Und wir bemessen unser Wort manchmal nicht. Wenn wir versprechen gegenüber Muslim, ist ein Muslim. Wenn wir Tijara machen mit einem Muslim, ist ein Muslim. Komm, kannst du auf, schreib mal auf, brauche ich eh nie bezahlen, zum Muslim, mach mir halal. La ilaha illallah, wisst ihr, mit wem ihr euch anlegt? Der Muslim ist heilig, subhanallah. Sein Besitz, seine Ehre, sein Blut, subhanallah, und du traust dich zu sagen, ach, es ist ein Muslim, er wird schon halal machen? Was sind das für Gedankengänge, subhanallah? Und wenn er dich um etwas bittet, und du sagst dann schon, inshallah, und du weißt, du meinst nein, du nimmst noch Allahs Worte in den Mund, er will deine Hilfe, und du sagst, inshallah, werde ich helfen, aber du weißt in deinem Kopf, nein. Und du traust dich noch zu sagen, inshallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Benutze nicht die Namen Allah, subhanallah, um den Schmutz zu ziehen. Sag dann nein. Aber wenn ich kann, inshallah, werde ich kommen. Aber sag nicht inshallah, du weißt ganz genau, du wirst nicht kommen. Was ist das für eine Hilfe, subhanallah? Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, ich habe euch gesagt, der hat seinen Gefährten versucht, immer alles leicht zu machen. Alles leicht zu machen.
Und Abu Bakr radiallahu anhu hat die Sache noch übertroffen. Er hat diese Sache übertroffen. Von seiner Familie haben alle den Islam angenommen. Alle den Islam angenommen. Und an dem Tag, subhanallah, als sein Vater den Islam annahm, und sein Vater war schon alt und hat den weißen Bart, subhanallah, ist er mit seinem Vater zum Propheten sallallahu alaihi wasallam hingegangen. Und der Vater von Abu Bakr radiallahu anhu, und schaut mal, wie Abu Bakr radiallahu anhu den Propheten geliebt hat. Schaut, wie er ihn geliebt hat. Der Vater von Abu Bakr legt die Hand in die Hand des Propheten und bekündet das Glaubensbekenntnis. La ilaha illallah. In dem Moment fängt Abu Bakr an zu weinen, radiallahu an. Und der Prophet sagt: Ja, Abu Bakr, was bringt dich zum Weinen? Warum weinst du? La ilaha illallah. Was sagt dieser edle Mensch, der nicht an sich selber denkt? Was sagt dieser edle Mensch in diesem Moment? Er sagt, ich wünschte, dass nicht mein Vater den Islam annehmen würde, sondern vielmehr dein Onkel. La ilaha illallah. Er hat an das Wohlgefallen seines Onkels, an den Propheten gedacht. Es ist ihm lieber als sein eigener Vater, die Familie des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, weil er wollte, dass der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, glücklich ist. Er wollte, dass der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sich freuen kann, dass sein Onkel den Islam annimmt. Sein Vater nimmt gerade den Islam an. Normalerweise könnte er springen vor Freude und außer sich sein vor Freude. Aber er denkt in diesem Moment an den Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Er denkt an seinen Onkel, der den Islam nicht angenommen hat. Und sagt, ich wünschte, es wäre dein Onkel, der den Islam annimmt. Subhanallah, frag dich, wenn es um ein Becher trinken geht, ob du deinem Bruder zuerst das Trinken gibst, ob du ihn das zuerst gönnst. Was für Konvertierung von Eltern oder Familienmitgliedern. Jeder von uns würde das bevorzugen, dass seine eigene Familie zuerst konvertiert und den Islam richtig praktiziert. Aber nicht nur bei Kleinigkeiten können wir, subhanallah, dem Bruder oder der Schwester sein Recht geben, vielleicht. Nicht nur bei Kleinigkeiten. Und das Essen, subhanallah, ist einer der größten Zeichen dafür, wie schwach wir sind. Erinnert euch an den Sahabi, subhanallah, der Essen weitergereicht hat, ist durch 7 Häuser geschlaufen ist und in seinem Haus ist wieder geendet. Weil jeder hat das weitergegeben, hat an den Nächsten gedacht. Das war die Lehre des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Sie haben den Propheten versucht zu kopieren. Du kannst ihn nicht kopieren. Aber du siehst, dass sie den besten Lehrer hatten. Dass der Ansari, subhanallah, den Muhajir, so aufgenommen hat, obwohl seine Kinder vor Hunger gelitten haben, obwohl seine Frau gelitten hat vor Hunger, obwohl er selber vor Hunger gelitten hat, hat er ihn aufgenommen zu sich nach Hause bei der Hijra, subhanallah, gibt ihm das zu essen, was er zu Hause hat, und er hat wenig zu essen und sagt zu seiner Frau, lass ihn vorspielen, dass wir essen. Sie haben vorgekaut, sie haben Hunger, sie legen die Kinder ins Bett, sie haben Hunger, subhanallah, deine eigenen Kinder. Kannst du dir das vorstellen? Unvorstellbar! Was ist das für ein Glaube? Damit derjenige, der von außen gekommen ist, zufrieden sein kann. Damit er ist. Subhanallah. Und wir können hier nicht manchmal Rechte abgeben. Wir schaffen manchmal hier nicht gütig zueinander zu sein. Und wir lassen schnell Schimpfwörter aus dem Mund, zürnen schnell, weil wir nicht wissen, was ein Muslim bedeutet. Wenn wir das nicht wissen, am Yawm al-Akhir sind wir schlauer. Schon in dem Moment, wo wir sterben, wenn wir diese Erde hier verlassen werden, dann sind wir schlauer. Wenn die Wahrheit kommt, dann wirst du dir wünschen, subhanallah, anders gehandelt zu haben. Dann wirst du dir mit hundertprozentiger Sicherheit wünschen, anders gehandelt zu haben. Liebe Geschwister, schaut, wie diese Menschen gehandelt haben. Sie haben direkt von der Quelle genommen, vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Aber wo ist unser Eifer? Wenn sie den Propheten so geliebt haben, wo ist unsere Liebe erstmal zu Allah subhanahu wa ta'ala und danach die Liebe zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam? Manchmal hörst du, subhanallah, ja, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich habe keinen Job, ich habe kein Geld, ich habe dies, ich habe das nicht. Subhanallah, wann hast du dich an Allah gewendet? Wann hast du Allah aufrichtig mit Bitgebeten, subhanallah, gebeten, dass er dir Versorgung gibt? Und er hat es versprochen in seinem edlen Buch. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Subhanallah, wer Allah fürchtet, den wird er im Ausweg verschaffen.